Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Es geht weiter mit dem Testen von den besten Autos aus allen Klassen nach Patch 1.45. Wir testen aus, welches jetzt das beste Auto ist. Zum Beispiel von den Kompaktwagen, Limousinen, Sportwagen, Supersportwagen, SUVs und so weiter. Alle möglichen Klassen außer, was hat mir gesagt, außer Motorräder, Fahrräder. Das finde ich ein bisschen random. Und wieder ist am Start, der mir dabei helfen wird, wie beim letzten Video, mit dem Kompaktwagen, der Skyrider 313. Was geht? Ja, moin. Ja, moin. Einer der besten Rennfahrer Deutschlands, ohne Witz, einer der besten unter den Top 3. Am Schlüssel weltweit unter den Top 50. Kann man das eigentlich nachschauen? Ich glaube, weltweit kann man noch nachschauen, oder? Das hat ja Rockstar jetzt nicht gepatcht. Bei den Straßenrennen, ja. Okay. Anyways, erster Speedtest ist hier. Mit den Limousinen Schäfter normal gegen den Ines Super Diamond. Also hier diese alte S-Klasse, W220 S-Klasse, nicht AMG, normale S-Klasse, gegen diesen Ines Super Diamond, was ja im Real Life ein Rolls-Royce Phantom ist. Machen wir bei 22. Minuten, ja. Lego! Ayo! Alter! Der kommt ja gar nicht hier. Was ist denn das? Na, Chimmer. Also Beschleunigung auf jeden Fall schärft er besser. Und? Aber und. Dann kommt auf Nein. der Endgeschwindigkeit oder? Vielleicht der Ines Super Diamond? Ich weiß es nicht, schau mal. Es wird auf jeden Fall bei diesem Limousinentest, welches jetzt die beste Limousine nach Patch 1.45 ist. Bei diesem Test wird es auf jeden Fall wahrscheinlich mehrere Überraschungen geben. Definitiv eine Überraschung, die es am Ende vom Video gibt, beziehungsweise später. Das ist interessant gerade. Also Beschleunigung hat der Schäfter, Benefactor Schäfter, den Ines Super Diamond davon gezogen. Aber Endgeschwindigkeit scheint der Super Diamond den Schäfter abzuziehen. Lell? Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, Bruder. Bruder, was zum... Das ist sehr komisch. Wobei eigentlich nicht, weil... Er hat halt gut Power unter der Haube. Immerhin, es ist ja ein Rolls-Royce, ja. Oder so kacke aussieht. Ja. Diesem schönen Minz... Was ist denn das? So Minzgrün? Zahnpasta-Grün? Crewfarbe. Er hatte 23 Minuten, so lange habe ich schon lange nicht mehr gebraucht. Ja, ne? Alter, wir stehen hier schon... Die Leute werden sich ja fragen, Alter, was macht ihr so lange in diesem Rennen? Naja, zum Beispiel mal scheißen gehen... Nochmal über irgendwelche Dinge quatschen, über Sprühsahn, über Tanzverbots mit McDonald's, Handschuhe, ja, solche Sachen halt, ne? Weiter geht's hier mit dem Limousinentest. Wir versuchen immer rauszufinden, welches ist die beste Limousine zurzeit nach Patch 1.45, also nach dem After Hours Update. Da ja der Super Diamond gewonnen hatte, dieser Minzgrüne da drüben, haben wir jetzt mal den wieder genommen. Skyrider sitzt wieder im Super Diamond und ich sitze hier im Cognoscenti 55 in der gepanzerten Version, da die ja immer ein bisschen langsamer war, dachte ich, nehmen wir erstmal die, mal schauen. Und der Cognoscenti 55 ist ja ein Bentley Continental Flying Spur und an der Seite ein Maybach 57, soweit ich weiß. Und machen wir bei 1 Minute. Ja. Okay. Boah. Ey. Der hat aber auch so eine Scheißbeschleunigung. Zwei Luxusschiffe kämpfen gegeneinander an. Einer eher so oldschool da drüben, der Rolls. Und er ist ja mehr so new school, der Bentley. Ja. Und Beschleunigung geht ja richtig gut ab. Und ich glaube auch Endgeschwindigkeit. Boah. Bruder, kommst du ran in der Endgeschwindigkeit? Was sagst du? Wird es passieren? Oder nicht? Das sieht nicht so aus. Sieht kritisch aus. Also ich habe so meine Zweifel. Verdammt, Bruder! Das ist interessant. Also Schäfter wurde gezogen, der Endgeschwindigkeit vom Super Diamond, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Ja. Aber der... Aber ich bleib dran. Ja. Aber der hier, der Ines Cognoscenti 55 in der gepanzerten Version, zieht den Super Diamond in der Endgeschwindigkeit wiederum ab. Wir machen es halt diesmal so, dass wir uns die besten raussuchen, wie beim letzten Video, aber hier ist ein bisschen anders. Wir nehmen nicht gleich den besten raus, wo wir denken, es ist der beste, sondern wir lassen sie so gegeneinander antreten und filtern dann den besten raus. Und ich bin echt mal gespannt, welcher denn von den Limousinen
die beste Limo ist. In der Limousinenklasse nach Patch 1.45. Sonst war es ja immer der Punkt, Punkt, Punkt. Egal. Nächstes Auto. Ja, Leute, da ist der... Wie bitte? Nichts. Ach so, was ich ganz vergessen habe. Ganz vergessen. Skyrider 313, checkt diesen Mann, diesen extrem krassen Rennfahrer, sucht die aus auf YouTube. Sein Kanal ist unten natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr euch ein paar Videos reinziehen wollt von diesem Mann, von diesem Ehrenfahrer. Und natürlich auch danke natürlich an diese ganzen Leute, diesen Ehrenmann, diese Ehrenabonnenten, diesen Ehrenmann abonniert haben auf Ehrenbruder Rennbasis. Ja, also du hast ja, keine Ahnung, über 60 Abonnenten dazu bekommen nach dem letzten Video, was schon mal okay ist. Und wir haben so gewettet, nach dieser Rennserie wird wahrscheinlich der Skyrider um die 500 Abonnenten haben. Jedenfalls, wir machen jetzt, da der Cognoscenti 55 gepanzert den Super Diamond geschlagen hat, machen wir jetzt gegen die normale Version, also da drüben, Cognoscenti 55 ungepanzert. Soweit ich weiß, war ja die immer ein bisschen schneller gewesen. Schauen wir mal, machen wir bei einer Minute. Ich muss das irgendwie immer machen. Dieses komische Ampelgeräusch. Was zum Fick? Was zum Fick? Okay. Okay. Ja, es macht ja eigentlich Sinn. Es macht ja eigentlich Sinn, weil durch die Panzer. Aber du hast ja den gepanzerten. Ja. Also, sofern er. Da. Ja. Also, Beschleunigung ist ja ein bisschen besser als der gepanzerte. Aber du kommst irgendwie ran. Uff, Bruder, schwierig. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, Mann. Also ein bisschen. Er ist ein bisschen schneller. Ein kleines bisschen. Also wie es schon so immer schon so war, hat sich jetzt nichts verändert. Rockstar Games hat hier nichts gepatcht oder so. Das ist, glaube ich, gleich geblieben, so wie es hier aussieht. Ja, ungefähr, kann man sagen, eine Wagenlänge Abstand vielleicht. Minimal schneller, der Cognoscenti 55. In der ungepanzerten Version. Macht eigentlich Sinn. Also wie gesagt, sofern die dieselbe Leistung haben, machen natürlich dann die Panzerplatten das Ding ein bisschen schwerer und von daher auch ein bisschen langsamer. Macht, ja, ist eigentlich nur logisch, oder? Anyways, man kann schon den Abstand sehen und ich glaube, wir springen jetzt mal zum nächsten Wagen. Ja, Leute, zieht euch dieses Level rein, 1500, was ist das? 32? Ja, genau, jetzt kann ich sehen. Das ist auf jeden Fall legit erspielt, nicht gemoddet oder so. Das ist schon ziemlich krank, also man kennt, ich kenne wenig Leute, die so ein hohes Level haben, wo der Account nicht gemoddet ist. Grüße gehen sowas von raus. Und da jetzt der Cognoscenti 55 gewonnen hatte, gegen die gepanzerte Version vom 55er, machen wir jetzt mal weiter. Gegen den Schäfter V12, der da drüben steht, in der gepanzerten Version dieser geile S-Klassen AMG. Mercedes S-Klasse in der AMG-Version machen wir bei 1,25. Ja. Ja. Okay. Ja, ich wusste es. Ich wusste, oh scheiße, wie der zieht, man. Wie der zieht, Alter. Aber es ist noch nicht das Ende. Leute, die Überraschung, die kommt noch. Das ist hier nicht die Überraschung, weil, ja, damit hat wahrscheinlich jeder gerechnet, dass der Chef der V12 immer noch kranker King ist. Gerade beim Beschleunigungsrennen, Digga. Wahnsinn. Oha. Grüße gehen raus an alle entfernten Autos am Horizont und an alle Leute, die eine Brille brauchen, um dieses Auto zu sehen. Ist echt krass. Ja. Das ist echt was. Ja. V12 Power, Mercedes, S-Klasse, AMG. Ich sehe dich nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Scheiße, Alter. Was ist das? Nice. Nee, coole Sache. Bei Rockstar Games hat nämlich was geändert. Es gab nämlich mal vor langer Zeit den Schäfter V12 in der normalen Version. Da konnte man den nicht in der Limousinenklasse fahren, weil der Schäfter V12, die normale Version, also nicht die gepanzerte, ist nämlich keine Limousine. Das ist nämlich ein Sportwagen, werdet ihr gleich sehen. Und wir werden jetzt mal den Schäfter V12, also den Sportwagen, gegen den Schäfter V12 gepanzert, also die Limousine da vorne, die ich jetzt nicht mehr sehen kann, antreten lassen. Das gleich nach dem Cut. 8219. Abonniert diesen Mann auf YouTube. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Eieieiei. Ja, Leute, Schäfter V12 hier drüben, den ich hier fahre. Hier, rot, schwarz. Gegen Schäfter V12 gepanzert. Diese beiden Beasts. Diese beiden S-Klassen AMG Beasts, ja.
Schauen wir mal, das ist jetzt die Überraschung, das ist die große Premiere. Ich habe es echt noch nie ausgetestet, weil früher konnte man den Schäfter V12, den ich habe, nicht in der Limousinenklasse fahren, nur in der Sportwagenklasse. Ja. Abgefahren. Irgendwann, ich weiß nicht wann genau, hat es Rockstar Games halt so gepatcht, dass man jetzt auch, ich blende es unten mal ein, den Benefactor Schäfter V12 Sportwagen, ja, in der Limousinenklasse, in den Limousinenrennen nehmen kann. 1,35. Machen wir bei 1,35, genau. Hey! Okay. Okay. Ging relativ gleich auf erstmal. Ging relativ gleich auf. Ab Beschleunigung kann man schon sagen, eigentlich gleich. Fast jetzt gleich. Fängt deiner an zu ziehen. Meiner fängt an zu ziehen, langsam. Krass. Aber der hält schon ganz schön mit. Ja, gepanzerte Version hält schon mit, auf jeden Fall. Also vorher war es ja so, in der Limousinenklasse, da war der Chef der V12 gepanzert. Auf jeden Fall der oder die Limousine mit der höchsten Endgeschwindigkeit. Hat halt alles komplett abgezogen. Boah, guck dir das mal an. Aber jetzt ist es wirklich so, dass der Chef der V12 normal in der Limousinenklasse King ist. In der Endgeschwindigkeit. Aber nur knapp. Aber nur knapp. Auf Bruder schwierig. Auf Ehren-S-Klassenbasis. AMG. Es ist schon erkennbar, der Unterschied, der Abstand. Das ist halt ein bisschen schneller. Nice, nice, nice. Hey, das würde mich auch mal interessieren jetzt. Wir machen ja nicht nur den Speedtest, wir machen ja nicht nur Beschleunigung und Endgeschwindigkeit testen, sondern auch die Rundenzeiten wie normal. Wir werden jetzt gleich mal Bonus auf der 8 wieder 5 Runden fahren und schauen mal, wie sich der Chef der V12 gegen die gepanzerte Version da drüben schlägt, von den Rundenzeiten her. Wir werten da die beste Version jeweils aus. Und ja, dann vergleichen wir mal. Wir sehen uns jetzt gleich in der 5. Runde wieder mit dem Schäfter V12 gepanzert. Bis gleich. Mhm. Alter Vater. Alter Vater. Jo Leute, 5. Runde. Und ja, die Karre hat echt Probleme mit Übersteuern und auch Untersteuern. Also es ist echt richtig schwer, das Ding zu handeln. Auf jeden Fall trotzdem die Limousine mit dem besten Handling, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten. Ja. Geht schon klar, aber eben schwierig. Du musst dich echt erstmal umgewöhnen, wenn du jetzt mein Ding. Ja, auch von Kompaktwagen her, finde ich. Und gerade wenn du Supersportwagen vorher gefahren bist, also wow. Ist echt so, als ob dir jemand ständig am Heck rumzieht. Und das Ding driftet halt dann dadurch. Genau dieses Untersteuern, dass du halt praktisch einfach so gerade in Kurven reinfährst. Aber eine gute Runde habe ich gefahren. Von daher ist mir das jetzt egal, dass ich jetzt hier das nicht beendet habe. Ich müsste so eine vielleicht eine 58er haben. Skyrider 56er oder eine 55er. Schauen wir mal. So, Rundenzeitenvergleich. Yo, ich habe eine 58er. Gar nicht mal schlecht für mich. Skyrider hat sich nochmal getoppt. Der hatte vorher eine 56er, 55er. Auf jeden Fall eine krasse Zeit. Und jetzt sehen wir mal diese Bestzeiten, die wir gefahren haben mit dem normalen Schäfter V12, also dem ungepanzerten Schäfter V12 austesten. So, 5. Runde, Schäfter V12 ungepanzert. Und es gibt noch eine Überraschung. Die Karre ist nicht nur besser in der Endgeschwindigkeit, sie ist auch noch besser im Handling. Hatte ich so nicht in Erinnerung, weil ich hatte mich echt drauf eingestellt. Verdammt. Aber ich habe eine gute Runde schon gefahren. Ich hatte mich nämlich echt darauf eingestellt, dass ich jetzt so ein Handling wieder bekomme, wie mit dem Schäfter V12 gepanzert. Dachte ich so, ja, macht ja halt Sinn. Aber er ist echt besser, was das Über- und Untersteuern angeht. Also würdest du auch sagen, oder? Also er übersteuert nicht so krass. Und er kommt auch besser in Kurven rein und wieder raus. Also es macht echt viel mehr Bock, mit dem Teil zu fahren. Es fährt sich mehr wie ein Sportwagen als wie eine Limousine. Krass. Wie gesagt, das ist die Überraschung. Hätte ich nicht mit gerechnet, verdammt. Wäre ich mal gespannt auf die Rundenzeiten. Skyrider dürfte trotzdem die bessere Runde haben. Obwohl er jetzt hier ein bisschen gestruggelt hat. Ah, oh, werden wir mal sehen, ne? Ah, Passant, ja, ich hab's kommen sehen. Scheiße, Alter. Ja, du warst clever. Anyways, Rundenzeitenvergleich. Das ist schon mal geil. Guck mal die Rundenzeiten an, ja. Also ich fahre hier auf Trocken einfach mal so eine 56er, 56,9, vorher eine 58er mit dem Schäfter V12 gepanzert, ungepanzert, ja, 56er. Jo. Und Skyrider hat auch eine 55er, aber
Ich denke mal, du kriegst hier. Also ist ja eine bessere 55. Du hast ja vorher eine 55, was war es, 4 oder 55,5? Ja. Und jetzt eine 55,3. Also ich denke mal, es ist auf jeden Fall einfacher, mit dem Schäfter V12 ungepanzert Rundenzeit zu fahren, als mit dem Schäfter V12 gepanzert, weil Schäfter V12 gepanzert einfach mal das schlechtere Handling hat, übersteuert mehr, untersteuert mehr. Also um es nochmal festzuhalten, Fazit von diesem Test, welches jetzt die beste Limousine? Natürlich der Schäfter V12 ungepanzert. Also wenn ihr gerade überlegt, welche Limousine wollt ihr euch kaufen? Also gut, es ist ja im Prinzip keine Limousine, es ist ja ein Sportwagen, aber trotzdem in der Limousinenklasse, dann definitiv Schäfter V12 ungepanzert, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Limousinenrennen mitfahren wollt, sowieso. Ja. Und wenn ihr einfach überlegt, von den Limousinen, die auch wirklich Limousinen sind, in der Limousinenklasse, dann definitiv dann halt Schäfter V12 gepanzert. Das war jetzt echt die Überraschung. Das fand ich halt schon ein bisschen krass, weil es macht ja auch nicht wirklich Sinn, dass Rockstar Games einen Sportwagen, der sich auch wie ein Sportwagen fährt, in die Limousinenklasse reinhaut, der dann sowieso alle Limousinen abzieht. Okay, Rockstar-Logik, egal, ihr wisst Bescheid, beste Limousine in GTA 5 Online nach Patch 1.45 und wie gesagt, der Kanal von Skyrider313 ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne ein paar Freundschaftsanfragen auf PSN schicken, wenn ihr darauf Bock habt. Das war's mit dem Limousinentest, beste Limousine nach Patch 1.45 in GTA Online. Danke natürlich auch an Skyrider, dass ihr mir mitgeholfen habt. Ich glaube, wie bitte? Sorry, ich habe gerade ein bisschen viel gehabt. Kein Ding, okay, ja. Und ich glaube, wir fahren hier noch ein bisschen Runden, Bonus auf der 8, ein bisschen weiter austesten. Weil wir sind gerade drin im Modus. Mit dem V12 natürlich, Schäfter V12, ungepanzert, weil man mit dem macht es einfach viel mehr Bock, bei Limousinenrennen zu fahren, wegen dem besseren Handling. Ist einfach so. Alter, diese Rennsiege, ich komme noch nicht drauf klar. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an alle GTA 5 Online Rennsuchtis. Na, was kommt jetzt noch in der nächsten Zeit? Ich habe auf jeden Fall noch ein Red Dead oder mehrere Red Dead Redemption Videos vorbereitet, weil es hatten einige gesagt, ja, GTA Online langweilig, lalala, deabonnieren, könnt ihr gerne machen. Aber wie gesagt, es kommen ja nicht nur noch GTA Online Videos, sondern auch noch Red Dead Redemption 2 Videos. So viel dazu. Und was ich auch gesehen hatte, nur mal so, nochmal random nebenbei, dass GTA Online in der letzten Woche in England immer noch auf Platz 15 war, der Verkaufscharts. Das ist übrigens krass, ne? Müssen wir mal überlegen. Ein über 5 Jahre altes Spiel ist immer noch in den Top 15 der Verkaufscharts. Nach einer so langen Zeit. Das ist schon krass. Also tot ist GTA Online echt nicht. Tot wäre es, wenn ich jetzt keine Sitzung mehr finden würde, würde ich sagen. Es ist wahrscheinlich für die Leute tot, die es schon seit... Grüße gehen raus. Die es schon seit, lass mich überlegen, 2013 spielen. Oder sag mal, viele spielen jetzt was anderes, die es schon seit Anfang spielen. Aber es gibt immer noch viele Leute, die jetzt neu dazukommen. Und trotzdem noch genug alte Fans, die es immer noch zocken. Von daher wird auf jeden Fall GTA Online immer noch ein großer Teil von meinem Kanal bleiben. Neben Red Dead Redemption 2. Anyways, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Hier haut rein, wir sind raus. Nächstes wird wahrscheinlich die SUVs werden. Beste SUVs. Peace.